Charakter anzusprechen und es geht halt einfach nicht, weil er ständig wegrennt. Oh, guck mal, ein EP. Ja. Ah, nicht schlecht. Das Spiel wir uns wieder treuen. Aber ich meine, auch, oh, das Spelling sind ist so viel besser als im Original, ne? Du kriegst so viel leichter Level. Du musst zwar am zu vor deinem ersten Boss musst du zwar ein bisschen leveln, aber ganz ehrlich, das ist noch verkraftbar. Wenn der Counterweight halt nicht so niedrig wäre. Ja, es geht auch. Hallo Krähe. Komm, stirb. Naja, komm, geh. Nee, du klaust mir irgendwas. Make it level up. Gat 2, Speed 2, Status 2, Tendency 2, Q 2, HP 6, PP 6. But level up. Und nochmal hingehen, weil wir es nicht geheilt wurden. Stats. Ja, genau, ich muss heilen. Auf welchem Level willst du uns denn bringen, bevor wir zum Boss gehen? Also der Boss vom Gebiet von Martha Staden würde ich gerne auf Level 8 oder 9 machen. Jetzt sind wir schon bereit für die nächste Station. Wir müssen der Pipi retten gehen. Ah, ja, stimmt, da war was. Die dritte Melodie gibt's dann dem so und die vierte dauert dann ein Weilchen, bis wir dahin kommen. Ich habe es zwar vor kurzem noch mal durchgespielt, aber es tut einfach gut, das Spiel immer so oft zu spielen irgendwie. Das ist cool, was solche Spiele hat. You get to be a zombie too. We'll see about that. Oh Gott, schon wieder so einer. Und wieder aussieht, bis dein Arm so. Warte. Hör mir zu. Bevor du irgendwas machst. Lass mich ausreden. Und tschüss. Und tschüss, Zombie. Return to dust. Du warm. Aber sowas von. Check it. West Healer's House, Bridge Path Cemetery, don't walk alone. Could be dangerous. Oh, hippie. So, und tschüss. Oh, wieder was Neues gelernt. Ah. Was noch? Moment mal. Oh, ja. Also, wir lernen nicht über Level-Ups, sondern einfach so random? Nein, per Level-Ups, aber später. In Mafia 2 lernen wir es dann sofort. In Mafia 3 bekommen die Charaktere, die Psi lernen können, einen Fieberanfall und lernen dann Neues. Ach, herrje. Das hört sich ja nach einer spektakulären Entwicklung an. Antidote und Hypnosis haben wir gelernt. Ah, sehr nicht schön. Schlecht. Praktisch. So, hier haben wir das Heilerhaus. Ich spreche mal einfach mal kurz. Naja, Vorspulen. 16 Erfahrung. Ah. 16 Erfahrung. Sorry, da muss ich noch mal kurz raus. Aber sehr gerne doch. Weil wenn das so kurz ist, dann muss man das auch in Angriff nehmen. Ja, gut, so kurz ist aber auch nicht, aber... Oh! Oh mein Gott! Das Centipede! Der ist so knuffig! Wie soll ich gar nicht töten? Also manche Fleiße sind echt knuffig. In dem Hack hier. Ich muss mir vorstellen, dass das Spiel, das sieht im Original echt viel unschöner aus. Ich hatte wirklich darauf spekuliert, aber was du jetzt, wie du es jetzt ausdrückst am nettesten. Haben wir gewonnen! Yippie! Oh, Level Up, sehr gut. Yeah. Naja, ist so gut. So. Die Stats setze ich jetzt nicht mehr vor. Aber unsere HP-Werte sahen, glaube ich, nicht so toll aus. 12, das ging noch in Ordnung, glaube ich. Und dann hier kann ich mich ja nicht heilen, ne? Ja. Egal. Nope, so, aber 161, ich bete 300. Und warte auf den Tag, an dem man Pizza durch das Telefon transferieren kann. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich habe nach dem Dingens, nach dem hier sogar genug Geld, um uns den T-Ball-Bad zu kaufen. Das wäre cool. Ah, stimmt. Der war, glaube ich, 500 oder so, ne? Irgend sowas. Da wäre das echt mit dem Balancing so geil. Das kann man vorstellen, ey. Im Original musst du da, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde dafür grinden. Wow. Und, oh, diese Musik. Ergastlich Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Playlist heißt. Ja, heißt genau so. Das ist ein schöner Lied, da kommt man so richtig schön in Gruselstimmung. Guten Tag!
I'd like to help all the zombies become friendly. By teaching them about God. But, to be honest, zombies freak me out. Oh man. Ich bin gespannt, was wir hier jetzt für Counter kriegen. Ich weiß irgendwie nicht mit dem Weg. Weil die Maps, die sind im Gegensatz zum Original auch verändert worden. Die sind teilweise größer, teilweise schöner zu belaufen. Aber oh, teilweise okay. Auch ein bisschen Ah, Mr. Betty! Ah, Mr. der Gegner, der in allen drei Mapperteilen vorkommt. A, B und C. Aber war das in dem. Ist es in dem Game dann generell so, dass mehrere Gegner vom gleichen Typ mit Buchstab durch nummeriert werden? Ja, klar. Mir ist jetzt kein anderes Wort für eingefallen. Er hat sich das selber angegriffen. Vor allem became tame. Das ist cool, steht dann immer was anderes. Je nachdem welcher Gegner da ist, kann das sein. Ja. Das ist cool, das ist ein nettes kleines Detail. Ach schon wieder Mr. Betty. Oh noch vier Stück. Oh mein Gott, sie haben ihren Brother D mitgebracht. Wir müssen auf die HP achten. So. Das ging fix. Max Hami, ich glaube ich einmal eben kurz. Ja, ich hab Alpha. Mikey tried Alpha. Alpha. Mikey's HP was recovered by 26. Ich werde 4. Ey, komm. Ich finde es ja doof, dass man YouTube die Plays nicht mehr auf Wiederholen einstellen kann und dass die dann automatisch weitergehen. Ne? Das ist scheiße. Verstehe ich sowieso nicht. Das ist irgendwie sowieso generell ganz komisch, wie YouTube das mit dem Playlisten-Player gerade so ein bisschen handelt. Weil ich glaube, man kann nicht mal mehr einstellen, dass man nur das eine Video jetzt sehen will und am Ende vom Video nicht auf das nächste Video springt. Das ging ja bis letztes Jahr noch. Da haben sie wieder was umgestellt und jetzt kann man nur noch die komplette Playliste wiederholen, aber nicht das Video selber. Das Video ist gruselig. Ah! Mobster, what? Ach, ist das ein zombifizierter Ganove? Ein Mobster. Ein Zomobster. Interessante Namenskombination. Wow. 13, ich glaub, der heißt in der amerikanischen Version Gang Zombie oder so. Gang Zombie. Da ist Zomobster durchaus kreativer. Oh Gott, ich habe schon wieder nicht mehr viel HP. Okay, der ist tot. Er hat nicht gerade wenig Schaden gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Er hat aber ganz schön EP. Mann. Wie viel PP kostet denn das eigentlich? 3, glaube ich. Im Original 5. Hm. Oh. Grusel. Ja, komm, geh weg. Meine Fresse. Oh, ein Level Up. Cool, perfektes Timing, super. Da brauchen wir gar nicht so viel zu leveln. Ja, eben drum. Check. Mikey opens the coffin. Inside of it was a fake zombie. Wie fake zombie? Du möchtest gern, sind es so, ja, keine Ahnung. Also sind vielleicht Menschen, die sich als Zombies verkleiden oder sowas, keine Ahnung. Ich würde dir viel dazu trauen. Bisschen zu ernst, so wie das aussieht. Ach, Vorspielen ist doch was Schönes. Aber wenn ich das richtig sehe, brauchen wir auch nur noch 2 Schläge, bis so ein Zombie platt ist. Oh, so ungefähr. Und daher? Wow. So. Mikey opened the coffin. Inside of it was... a little girl. Good day. I'm Pee-Pee. I'm lost. You're a really brave kid, huh? You're really brave. Do you think you'll meet again? Oh, I'm so happy. Here, this badge can be a symbol of our bond. Take it with you. Okay, let's go back to town. Und jetzt haben wir den Seelenorden erhalten von unserem ersten Arenaleiter. Super. Nein, die Franklin Badge. Die Franklin Orden. I'm too scared. You lead the way, Mikey.
It's a trap! Ich sehe es von hier. Franklin Badge. It's said that Ben Franklin wore this as protection during his experiments. Schützt vor PK PK Beam Gamma, was uns sonst insta töten würde. Ah, okay. Und wenn man ihr falsch antwortet, dann diesen Badge nicht. Es gibt insgesamt 2 Stück im Spiel. Der zweite ist etwas sehr viel schwieriger zu bekommen. Mann, 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 das hört sich ja schon fast so ein bisschen Sierra Game mäßig an. Ohne Witz, wenn man bestimmte Sachen nicht weiß, ist man einfach nur hinüber an gewissen Stellen. Ach ja, Pippi ist übrigens auch ein Party-Member. Und ich kann dir mal zeigen, wie stark sie ist. Well. Erinnert dich das irgendwie auch vom Namen an einen bestimmten Charakter? Astrid Lindgren. Ach, natürlich. Wow. Das ergibt Sinn, durchaus. Design-Spiele sind einfach nur toll. Ah ja, genau, der kommt jetzt hier aus dem... du kannst echt schon mal auf Being Friends umschalten. Oh, muss das jetzt... Ah, scheiß Hippie! Fighting time! Wir sterben! Also, Bean Fan spielt immer, wenn wir mehr als ein Party-Member haben. Das heißt, wenn wir unser permanentes Party-Member bekommen, dann spielt es immer. Ah, okay, cool. Ich finde das Lied, das ist richtig schön. Das gefällt mir sogar viel mehr als Pollyanna. Oh, Pollyanna sozusagen die Main-Theme von Mother ist. Also was wie bei Dragon Quest der Mark, der Marsch, oder bei Final Fantasy die Prelude oder sowas. Ah, ja klar. Kommt in jedem Teil vor und so. Wo war das nochmal der scheiß Bürgermeister? In der Town Hall. Ja, toll, den müssen wir erstmal finden. Ich bin dran vorbeigelaufen. Eintier. Naja. So. Ja, was ist dein scheiß Mädchen? Oh. Is this Pippi, the last girl? Stunning work, lad. I knew from the start you showed promise. Low clap. You're lucky, Pippi. Adorable, too. Now remember to tell your mother that the mayor rescued you. And for Mikey, a $100 reward. Oh. Ken. Hey, since you're here, why don't you help me with the zoo problem, too? Nope. So you'll go for me? That's wonderful. Mikey, have my assistant Abbott give you the zoo key. Nicht vergessen, das vergessen nämlich die meisten. Ich finde, also, das ist jetzt so ein Ding. Man sagt was, man will. Wir könnten eigentlich auch Link sein, hier in dem Game. Das ist auch völlig egal, was wir machen. Also, ja, der macht's ja trotzdem. Das ist aber schön, dass du uns helfen willst. Well, I guess this is goodbye for now. Ich meine, in Super Paper Mario ist es doch so am Anfang, dass wenn man da der Faktor rein da, willst du die Welt retten? Nein! Ach komm schon, rette die Welt! Nein! Oh, dann ist die Welt verloren. Game over! Ja, stimmt. Das ist so fies. Überhaupt. Well, I guess this is goodbye for now. Come by my house later to pick up an item for mine. By the way, do you think my socks are too short? Well, if you like this, I don't really know, because I can see your socks, because the sprites are a little bit too short and too pixely and probably not.